Jetzt noch einmal für uns aus Frankfurt am Main, der Vorrundengewinner hier ist Jan König. Kuckuck. Ja, vielen Dank für euer Vertrauen. Ich finde immer, Kunst hat auch so ein bisschen die Aufgabe, Zeitgeschehen abzubilden. Deswegen habe ich jetzt zwei Texte dabei. Der eine ist kürzer als der andere. Deswegen beginne ich logischerweise mit dem ersten. Er heißt Gute Gründe, den Mund-Nasen-Schutz nicht über der Nase zu tragen. Vielen Dank. Und ich mache direkt weiter. Ich habe ein Patenkind. Das ist mein absoluter Lieblingsmensch. Sie heißt Carla. Sie ist 4 Jahre alt. Oder wie sie immer sagt, so. Vielleicht guckt sie zu. Man weiß es nicht. Und neulich hat der kleine Keks mich gefragt, was Scheitern ist. Also habe ich ihr meinen Lebenslauf gezeigt. Daraufhin sagt sie, ich kann noch gar nicht lesen. Und ich, siehste, das ist Scheitern. Aber sie versteht sich, also hole ich nochmal aus. Scheitern bedeutet, keinen Erfolg haben, sagt das Internet. Das hättest du auch selbst googeln können, Carla. Immer wenn du das versuchst, dann kannst du scheitern. Also versuch es am besten gar nicht. Was kannst du denn? Du kannst süß sein. Glückwunsch. Weißt du, was süß ist? Zucker ist süß. Und so viel Zucker ist ein Problem. Willst du ein Problem sein, Carla? Wird noch gemeiner. Bist du sportlich? Ja? Na, dann mach doch mal 100 Liegestütze. Tja, das Leben ist nicht so einfach. Vor allem, wenn du erwachsen bist, Carla. Dann bist du nämlich selbst für dich verantwortlich. Magst es, wenn Papa dir Äpfel schneidet? Wenn man erwachsen ist, muss man seine Äpfel selbst schneiden. Und vorher muss man sie kaufen. Hast du Geld, Carla? Nein, das hast du nicht, weil du keinen Schulabschluss hast, Carla. Du hast nicht mal einen Schulanschluss. Du bist im Kindergarten, im Garten. Da stehen Blumen, die blühen und Bäume, die Früchte tragen. Kannst du blühen? Kannst du Früchte tragen? Tja, dann bist du wohl Unkraut und Unkraut reißt man aus, Carla. Ja, da würde ich an einer Stelle auch anfangen zu weinen, Carla. Denn das Leben ist wie Mario Barth. Nicht lustig. Es ist wie Hemingway. Ernst. Du verdienst zwar genauso viel, aber du bekommst weniger Geld, weil du eine Frau bist, Carla. Ja, das sollte sich endlich mal ändern, aber ich würde nicht darauf wetten. Oh nein, das sind nicht meine Forschungen. Ich finde das kacke, Carla. Ja, das darf man eigentlich nicht sagen, aber ich darf das. Ich bin erwachsen. Kacke, 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 kacke. Ja, dann machst du mal spontan mit, aber du wirst dafür Ärger bekommen, Carla. Ich nicht. Das ist die erste Lektion. Alles ist unfair. Das sollte auf deinem T-Shirt stehen, nicht Little Princess. Das Zeug von einem zweifelhaften Frauenbild. Hast du ein zweifelhaftes Frauenbild, Carla? Deine Spielsachen sind aus Plastik. Das ist schlecht für die Umwelt. Die Meere sind voll davon. Das ist wie ein Bällebad. Nur ohne Bälle. Dafür mit ganz viel Plastik. Und Fischen. Das macht niemandem Spaß. Natürlich, Herr Mama und Papa, dich lieb. Aber die sind schon sehr alt. Die werden bald sterben. Wie die Tiere, sie sterben aus. Dinosaurier sind jetzt Öl und das wird knapp. Apropos, wie groß bist du eigentlich, Carla? 1,10 Meter. Das ist klein. Das tut mir leid, denn es geht immer auf die Kleinen. Und wenn du es positiver willst, dann kaufe ich dir gerne einen Glückskalender. Da stehen ganz tolle Sätze wie, das Glück ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt. Das ist Bullshit, Carla. Hass wird auch mehr, wenn man ihn teilt. Und es gibt viel Hass, Carla. Es gibt mehr Hass, als wir brauchen. Das sind die Menschen, denen das Leben Zitronen gibt. Und sie werden sauer. Ja, spiel ruhig mit deiner Eisenbahn, Carla. Aber spiel doch mal realistisch. Lass sie mal zu spät kommen. Und wenn du Krankenhaus spielen willst, dann sorg doch erstmal für faire Löhne beim Pflegepersonal. Dennoch bist du ein kleines Mädchen, aber ganz schnell bist du groß. Dann wirst du normal gemacht. Dann wirst du auch nicht mehr für deine selbstgemalten Bilder gelobt. Denn die Sonne hat kein Gesicht, Carla. Was willst du denn später mal werden? Feuerwehrmann? Merkst du vielleicht selbst, dass die Sprache dir da im Weg steht? Denk doch mal darüber nach, wieso es nicht Feuerwehrfrau heißt oder Feuerwehrmensch. Die Märchen lügen, Carla. Die Bösen sterben nicht. Die werden gewählt. Und die Erwachsenen lügen auch. Du hast keine Rot-Grün-Schwäche. Ich habe dir die Farben nur falsch beigebracht. Leider wahr. Ja, die Welt kann furchtbar sein, Carla, aber auch sehr toll. Und meine Erziehungsmethoden sind wie mein Humor. Durchaus fragwürdig. Oder wie mein Spanisch. Sehr schwer zu verstehen. Wenn du das wirklich willst, Carla, dann denk nicht ans Scheitern. Versuch's einfach, bis du es schaffst.
oder bis du stirbst, je nachdem, was zuerst passiert. Und keine Sorge, Carla, ich werde da sein. Wenn du fällst, ja, dann werde ich erstmal kurz lachen. Aber dann helfe ich dir auf. Wenn jemand wehtut, dann werde ich ihn verprügeln. Außer er ist stärker als ich, dann schaue ich ihn nur böse an. Oder das ist eine Frau, dann wirst du sie wohl selbst verprügeln müssen, obwohl Gewalt natürlich keine Lösung ist. Ich verspreche dir, so oft ich kann, werde ich mit dir scheitern. Denn schlechte Erfahrungen sind wie eine Schokosahnetorte. Es ist immer besser, wenn man sie teilt. Vielen Dank. Thank you.